Willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Ich habe mich schon mal zur nächsten Nebenquest begeben, die sich direkt in der Stadt Theben befindet. Hier vorne haben wir Hippokrates. Ich war mit meinem jungen Fischen, als wir die Schule. Den Arzt kennen wir ja schon und jetzt rede ich mal mit ihm. Den Göttern sei Dank, du bist hier. Es wurden Jäger nahe des verfluchten Landes des Ödipus angegriffen. Gibt es Überlebende? Dieser Mann sah Leichen, aber er hörte auch noch Schreie. In der Wildnis gibt es viele gefährliche Bestien. Verletzt überlebt man dort nicht lange. Du musst die retten, die noch am Leben sind. Und erledige die gefährliche Bestie, die sie angegriffen hat. In Ordnung. Ich vernichte das Tier und rette die Überlebenden. Wenn es welche gibt, bring sie zu mir. Ich werde versuchen, sie zu behandeln. Ich werde ihrer Spur nachgehen. Neue Quest, die Jagdgesellschaft. Nehmen wir natürlich auch gleich wieder an, denn dann sehen wir auch genau, wo wir hin müssen. Ja, wo ist denn das? Ach, da vorne. Ach ja. Mal schauen, was mich dort erwarten wird. Was müssen wir dann machen? Finde den Jäger und bringe ihn zu Hippokrates. Der Jäger ist in Boitien. Er ist in der Mitte des verfluchten Landes des Ödipus. Er ist in der Nähe des Schlangenkopfsteins. Hebaner. Feiglinge, die sich Xerxes ergaben. Da war natürlich jetzt wieder ein wenig die Rede davon, damals von dem Kampf von König Leonidas gegen Xerxes. Aber gut, so ist das nun mal. Den Lauf der Geschichte können wir natürlich nicht mehr beeinflussen. Das Einzige, was wir machen können, ist natürlich unsere Geschichte und die Geschichte von Cassandra beeinflussen. Echt, ja, das Ziel ist in der Nähe. Wo denn? Na los! Dass wir immer genau da drauf gucken müssen. Ey, das kotzt mich manchmal so an. Man ist schon in der Nähe, aber nein. Man muss noch ein Geodreieck ranhalten, um den rechten Winkel zu finden. Das sind wohl die Überreste der Jagdgesellschaft. Oh, es dreht sich also um Bären. Die greifen auch noch einen Menschen an. Und der eine Bär, das ist natürlich auch ein Alpha-Tier. Und das ist natürlich auch wieder ein weißer Bär oder ein grauer Bär. Man könnte auch denken, es wäre ein Eisbär. So, das Alpha-Tier hätten wir schon mal erlegt. Soweit, so gut, das war's. Wir haben dich befreit. Du musst uns nicht zu Dank verpflichtet sein. So, den Jungen kratzen wir erstmal auf, packen den mal gleich aufs Pferd und dann ab zurück zu Hippokrates. Natürlich mache ich das mit dem Pferd. Ich laufe ja die Strecke nicht. Bin ja nicht bescheuert. Pferd, wir sind hier vorne übrigens, ja? So, auf zurück nach Theben. Hat der gute Mann gar nichts zu erzählen, wundert mich ein bisschen. Wie er da hinten drauf hängt, ja, dass der da nicht runterfliegt.
Also der Mann scheint auf jeden Fall nicht gesprächig zu sein, wer auch immer das natürlich ist. Ich muss ihn zurück zu Hippokrates bringen, bevor er mir noch verblutet. Oh, ist ja toll, dass er erst jetzt miteinander redet. Wir sind fast da. So, da oben ist Hippokrates. Los! Und das war auch schon die Quest. Na gut. Hätte mir ein bisschen mehr vorgestellt. Neue Quest, lasst meine Patienten ziehen. Nehmen wir natürlich auch gleich noch an. Wie geht es ihm? Er überlebt, wenn ich ihn behandle. Wenn? Dieser Mann ist ein Monster. Er ist ein Sklavenhändler, der Menschen so schlecht behandelt, dass sie sich lieber verletzen, als zu arbeiten. Wenn ich ihm helfe, wird er weiter andere verletzen. Wenn ich nichts tue, wird vielen Leid und Schmerz erspart. Es sollte keine Rolle spielen, was er getan hat. Er verdient, wie jeder andere behandelt zu werden. Wir dürfen Menschen nicht verurteilen, wenn sie von unserer Gnade abhängen. Ich weiß, es ist meine Pflicht, diesem Mann zu helfen. Aber wenn du die Verletzungen gesehen hättest, die er verursacht hat, würdest du verstehen. Die Unschuldigen der griechischen Welt leiden schon genug. Was, wenn ich die Sklaven befreie? Ohne Sklaven kann er niemanden misshandeln und du könntest ihn ohne Schuldgefühle verarzten. Ja, ich kann diesen Mann retten und du kannst verhindern, dass er andere verletzt. Unsere Güte wird ihm aufzeigen, wie falsch sein Handeln war und ihm einen neuen Weg weisen. Würdest du das für mich tun? Natürlich befreie ich die Sklaven für dich. Ich danke dir von Herzen. Wenn die Sklaven in Gefahr sind, muss ich mich beeilen. Ja, wo sind denn die Sklaven? Muss ich mal schauen. Hoffentlich sind da eine Menge Soldaten. Ich möchte ein bisschen mich mit denen duellieren. Ich muss die töten. Ja, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Das Lager ist in Boeotien. Es liegt östlich vom Kopaissee. Es ist das Melanippus-Lager. Ach so. Ach, es gibt sogar drei verschiedene Stellen. Also gibt es wahrscheinlich auch drei verschiedene Lager. Da unten befindet sich noch ein Söldner. Was für eine Stufe hat denn der? Schnell das Pferdchen rufen, denn der Söldner ist natürlich auch wahrscheinlich auf einem Pferd unterwegs. Wo ist denn mein Pferd? Ach, hier. Ella. Nur. In dem Lager war ich doch schon mal. Da ist er. Eigentlich war ich da schon mal. Ja, und da haben wir es mal wieder. Irgendwas wird hier angezeigt und ja, ne? Jetzt haben wir es endlich freigelegt. Aber den Kopfgeldjäger schnapp ich mir noch. Und den 38er Elite-Gegner hier auch noch. Was war denn das, bitteschön, gerade? Na, warte mal, du musst auch noch ein bisschen vergiftet werden. Ich bin wieder nicht richtig ausgeglichen. Deine verdammte Scheiße. Übrigens hatte ich schon mal erwähnt gehabt, dass wenn wir Gegner vergiften, somit auch der Rüstungswert von denen geschwächt ist. Hatte ich das schon mal erwähnt gehabt? Ich meine, Gift macht natürlich nicht so viel Schaden wie Feuer, ist ja klar. Das hatte ich auch schon mal erwähnt. Aber das Gift schwächt natürlich die Rüstung des Gegners. Und das können wir natürlich wieder zu unserem Vorteil nutzen und mehr Damage austeilen. Na, eigentlich müsste der Große jetzt am Giftschaden verrecken.
Und genauso ist es auch. Oh, du zerquetscht mich wie ein Käfer. Nein, bitte nicht. Tu das bitte nicht. So, wir haben mal wieder gemordet und geschlachtet. Eigentlich sollte jetzt der Söldner hier auftauchen. Hallo erstmal. Und genau so ist es auch. Da hinten kommt der Söldner. Für den habe ich extra mein Adrenalin aufgeladen. Beschießt ihr uns hier mit Giftpfeilen? Irgendwo in der Nähe ist noch ein weiterer Söldner. Okay, die Alte hat mir erstmal ins Wasser gehauen. Aber schwimmen kann sie auf jeden Fall. Seht ihr ja. Sie kommt wieder raus. Na, dann gebt doch einfach auf. Versuch's doch mal damit. Jetzt habe ich es mal wieder geschafft, im richtigen Moment auszuweichen, wo ich gesehen habe, okay, sie greift an. Naja gut, dann stürmen wir erstmal das Lager und befreien die Sklaven. Schon wieder ein neues Ziel, wo denn? Ich muss mit ihr sprechen. Ja, das werden wir auch tun, aber eigentlich war ich schon mal hier. Hier durfte eigentlich normalerweise keiner mehr sein. Ich muss mich verstecken. Nee, das müssen wir nicht. Und das mache ich auch nicht. Oh, verdammt, der hat auch Gift. Du hast mich, also wir spielen hier Verstecken, alles klar. Ist hier wie im Kindergarten. Gut. Gut zu wissen. Hallo, mein Großer. Oh, verdammte Scheiße. Jetzt habe ich es mal wieder geschafft. Ich glaube, den anderen habe ich runtergeschlagen. Ja, der ist irgendwo da unten. Bis zum Tod. Und noch viel, viel weiter. Buzz Lightyear aus Toy Story hat immer gesagt, bis zur Unendlichkeit und noch viel, viel weiter. Okay, dann sagst du das halt so. Neue Bravour freigeschaltet. 6% Schaden bei aufgeladenen Bogen. Irgendwie was. Gut, so schnell konnte ich dann jetzt doch nicht lesen. Das war ein Bogenschütze. So, du bist frei. Nö, ist schon gut, alles klar. Mach auf jeden Fall, dass du wegkommst. So, da oben ist der letzte Sklave. Da fliegen auch schon die Raben weg. Hoffentlich lebt er auch noch. Naja, lange hätte er wahrscheinlich nie mehr durchgehalten. Oder die Frau auf jeden Fall. Die müssen wir auch aufheben. Ach, das ist die Anführerin. Ja gut, ich muss mit ihr jetzt an einen sicheren Ort. Aber ihr seht ja selber, ich bin hier auf einem Vorsprung. So weit weg kann ich eigentlich gar nicht rennen. Außer hier kann ich natürlich lang. Und da muss ich natürlich auch hin, da habe ich jetzt erst gesehen. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Danke, dass du uns befreit hast. Dieses Monster Galeos lässt uns bis zum Tode schuften. Jetzt kann ich heim zu meiner Familie.
Und mal wieder müssen wir zurück zu Hippokrates. Oder Hippokrates, ja. Na, ihr wisst ja, ich spreche das immer gerne ein bisschen anders und kürzer aus, ja. Aber ich glaube, da kommt noch was. Also das wird es wahrscheinlich dann auch noch nicht gewesen sein. Es ging jetzt um einen Sklavenhändler. Wir haben jetzt die Sklaven an sich befreit. Und wahrscheinlich steckt hinter der ganzen Sache noch ein Anführer. Und wahrscheinlich müssen wir den auch ausschalten. Ist ja schön, dass unser Pferdchen da vorne gewartet hat. So kenne ich das Pferd gar nicht. Eigentlich rennt es immer weg. Los! Schnell zurück nach Theben, aber hier werde ich bestimmt nicht rumrennen. Bin ja nicht bescheuert. Ich kletter einfach die Mauer da hoch. Und ob das jetzt im Endeffekt die letzte Quest war, die wir in Theben machen konnten, ja, das wird sich jetzt noch herausstellen. Manchmal ist es ja so, dass wenn wir eine Quest abgeschlossen haben, sich dann erst ein, zwei weitere auftun. Und vielleicht ist das auch in diesem Fall so. Die Sklaven sind frei. Seine Wunden sind behandelt, er ist stabil. Doch noch ist er nicht außer Gefahr. Ich weiß nicht, ob ich es über mich bringe, die Behandlung abzuschließen. Also willst du zusehen, wie dieser Mann stirbt? Du musst tun, was du kannst, um ihn zu heilen. Es wurde dir von den Göttern bestimmt, den Menschen zu helfen, nicht sie zu verurteilen. Wenn ich nichts tue, bin ich nicht besser als er. Er wird wieder gesund werden. Und wenn er das ist, werde ich ihn wissen lassen, dass sein Leben in unserer Hand lag. Nur die Götter entscheiden über Leben und Tod. Was ich tue, ist unbedeutend gegen ihre Mildtätigkeit. Du hast viele vor der Fahrt auf dem Styx bewahrt. Doch was ist mit der Seuche? Trotz meines Wissens und meiner Erfahrung konnte ich nichts ausrichten. Ich muss akzeptieren, dass ich nur begrenzt wirken kann. Danke für deine Hilfe. Ich muss gehen. Ich muss noch einen Patienten aufsuchen. Hermesstab, eine 39er legendäre Waffe. Das ist natürlich geil. Damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Wir haben auch noch eine total geile Gravur bekommen. 15% Giftschaden und Wirkung. Aber den Hermesstab, ja gut, den muss ich mir mal anschauen. Haben wir den denn? Da ist er. Eieieiei. Den nehme ich auch glatt mal rein. Und da ist auch diese Gravur. 15% Giftschaden und Wirkung. Die haben wir jetzt natürlich bekommen, dadurch, dass wir diese legendäre Waffe hier bekommen haben. Das hat sich dann auf jeden Fall gelohnt, die Questen von Hippokrates abzuschließen. Und da wir noch ein wenig Zeit haben in dieser Folge, werde ich mich jetzt noch um dieses Militärlager hier kümmern. Denn da bin ich nämlich in der Folge verreckt, wo ich das Rätsel mit der Sphinx gelöst hatte. Und ich muss mich an den Leuten jetzt einfach mal noch rächen. Die haben bestimmt gedacht, ich habe das wieder vergessen, aber nein. Da kehre ich jetzt mal ganz geschwind zurück und dann nehme ich den ganzen Laden da mal auseinander. Kann ich da so einfach mit dem Pferdchen hinreiten? Ja, das ist jetzt die Frage. Das ist auf jeden Fall eine Insel. Also ich muss auf jeden Fall ein kleines Boot finden. Mal schauen, ob wir ein Boot hier unten finden. Es wäre natürlich auch ein Vorteil, wenn das Boot auch Segel hätte. Da vorne ist auf jeden Fall ein Boot, was keine Segel hat. Hier haben wir ein paar Boote. Jungs, ich leih mir mal von euch ein Boot aus, ja? Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. So, dann ab darüber. Das ist, wie gesagt, ein Militärlager. Also diese ganze Insel ist ein Militärlager. Da laufen auch einige Leute rum. Wir können auch wieder einige Schätze finden, Kriegsvorräte plündern und verbrennen. Naja, was man halt immer so machen muss, ja?
Und da vorne ist noch ein Banditenlager. Wir sind hier das einzige Boot auf dem Fluss oder auf dem kleinen See. Wir rammen hier alles. Mal schauen, wo kann ich denn jetzt hier ganz geschmeidig an Land gehen? Ach, einen neuen Ort haben wir auch entdeckt. Ich werde mich erstmal schnell mit dem Aussichtspunkt synchronisieren und dann stürme ich das ganze Lager. So, dann schauen wir uns das nette Lager doch mal an. Die warten sicherlich schon auf uns. Mal wieder alles mit Ikaros mehr oder weniger markieren. Ihr seht ja selber, wir müssen 4 Schätze plündern, 3 Kriegsvorräte verbrennen, 2 Befehlshaber töten und einen Polarmarchen ausschalten. Ja, Ikaros müsste eigentlich noch ein bisschen weiter rüberfliegen. Ich sehe noch nicht alles. Da hinten war doch noch ein Schatz, das weiß ich genau. War es nicht so? Ich möchte sagen, da war noch ein Schatz. Da fackel ich auch nicht lange. So, mal schauen. Wo können wir jetzt am besten hier Stress machen? Ach, ihr seht so toll aus, wenn ihr vergiftet seid. Muss man euch lassen. Grün steht euch. Ach du Scheiße. Will der jetzt das Leuchtfeuer entzünden? Nee, warte mal. Hey du, warte mal. Wo sind wir hin? Scheiße. Ja, Jungs, wartet mal. Oh. Ja, nun ist ja gut. Oh, Leuchtfeuer entzündet. Also das hätte ich von normalen Soldaten erwartet, aber nicht von dir. Du bist der Befehlshaber. Was bist du denn für ein Befehlshaber? Naja gut, man. Eins muss man ihm lassen. Ja, er hat auf jeden Fall schnell gehandelt, also von daher. Das passt schon mal. Okay, dann kämpfen wir halt hier oben. Kämpfen wir beim Leuchtfeuer. Und der Söldner kommt natürlich auch noch hoch. Da ist er auch schon. Das ist sogar ein 40er. Und es kommen noch 2 weitere dazu. Die habe ich jetzt auf der Karte schon gesehen. Daher die Jungs hier so schnell wie möglich töten. Na, warte mal, den muss ich hier nochmal looten. Ja, so viel Zeit muss sein. Aber mit euch hier oben kämpfen auf diesem kleinen Terrain, ich weiß ja nicht.
gar nicht. Könnte ich jetzt theoretisch noch eine Falle legen bei dem Leuchtfeuer? Wahrscheinlich nicht. Na was denn, du? Erst Feuerpfeile schießen, dann schon wieder hier Nahkampfschaden austeilen. Könnt ihr euch mal entscheiden? Oh mein Gott. Oh. Schnell runter hier. Desynchronisiert. Fass ich nicht. Scheiße. In der Luft gestorben. Nein. Tja, so ist das halt, ne? Machen wir es gleich nochmal. Ja, das habe ich eben gesehen. Die Gegend wird extrem gut bewacht. Und du Vollpfosten hast hier eben gerade das komische Leuchtfeuer entzündet. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Na, wartet mal. Da kletter ich jetzt gleich mal hoch. Kotzt mich schon wieder richtig an, dass ich da verreckt bin. Aber da konnte ich einfach nichts machen, ja? Ich war da, wie gesagt, stand ich in Flammen. Ich war hier oben, ich wurde da getroffen von Pfeilen und jetzt kann ich keine Falle mehr legen, doch. Ach, du willst schon wieder das Leuchtfeuer entzünden, wa? Diesmal nicht, mein Freund. Diesmal nicht. Und diesmal kämpfe ich auch nicht mit euch hier oben. Kommt mal runter. Wir kämpfen mal hier unten. Ich bin schon das zweite Mal in diesem Lager verreckt. Aber ich habe euch ja gesagt, es sieht manchmal einfacher aus, als wie es im Endeffekt ist. Als ob ich euch helfen würde. Oh, verdammt. Aber trotzdem kommt hier ein verfickter Kopfgeldjäger. Ah, der ist nur Stufe 38. Davor kam natürlich einer mit Level 40. Natürlich war das gerade ein bisschen kontraproduktiv, den anzugreifen, währenddessen der schon mit Gift belegt ist, also mit Feuer den anzugreifen. Und jetzt muss ich mich diesmal auch ein bisschen heilen. Na, du verreckst doch beim Giftschaden. Ach, Quatsch, beim Feuerschaden. Aber ihr seht ja, jetzt kommen hier auf jeden Fall nicht so viele Gegner. So, mal schauen, wo kann ich denn jetzt hier noch hin? Und hier ist noch einer, aber doch, ein weiterer Söldner schaltet sich dann doch noch in den Kampf ein. Und der ist auch echt heftig. Ich glaube, das ist der 40er. Ja, ich glaube, das ist der 40er. Ja, erzähl mir mal was Neues. Ich sehe gar nicht, was für eine Stufe der hat. Verdammt, was hat denn der für ein Level? Ach, gleich. Da kann ich aber ruhig sein, wa? Oh, verdammt, jetzt hat er mich mit Giftschaden erwischt. Echt, jetzt? Jetzt in diesem Augenblick? Ja, Malaka, du sagst es. So, und ehe hier noch mehr Leute kommen, sollte ich mal langsam anfangen, die Schatztruhen und die Kriegsvorräte zu plündern und zu verbrennen.
Nein, warte mal, ich komm hoch. Ach so, du willst runter. Na, dann komm ich wieder runter. Ach so, dann gehst du wieder hoch. Na, was denn? Der konnte sich ja eben auch nicht entscheiden. Hoch, runter, hoch, runter. Na gut, so tolle Sachen gibt es hier in der Festung auch nicht. Und der eine... andere Befehlshaber, oder ist es ein Podomarchi? Ich habe keine Ahnung, der hat es noch gar nicht gecheckt, was hier abging. Aber ich möchte sagen, dort unten hat sich auch ein Schatz befunden. Und genau so ist es auch. Wie gesagt, ich war ja schon mal hier in diesem Lager drinne. Aber da bin ich ja leider verreckt. So wie eben auch. Und da sucht mich schon wieder einer. Na, ob der mich finden wird? Mal schauen, wo kann ich denn jetzt hin, ohne dass die mich sehen? Ja, hat es auch. Und das war ich. Guten Flug, mein Freund. Bist du draufgegangen durch den Fallschaden. Den kann ich wahrscheinlich mit einem Attentat ausschalten. Ich meine, der hatte mich ja fast gesehen, aber... Hier haben wir nochmal den Stifter des Kopfgeldes. Den bringen wir auch gleich zur Strecke. So, wie viele Vorräte haben wir noch? Gar keine mehr. Also nur noch zwei Schatztruhen. Und natürlich den Polemarchen ausschalten. Das sollte jetzt relativ schnell gehen. Denn der eine Schatz ist gleich hier vorne und der letzte Schatz befindet sich natürlich direkt beim Polemarchen. Aber den würde ich ganz gerne erstmal mit einem Attentatschaden zu Leibe rücken. Ich weiß gar nicht, so viel hatte der, glaube ich, gar nicht auf dem Kasten gehabt. Ich wollte doch eigentlich einen anderen Schleichangriff ausführen, und zwar den Spezialschleichangriff. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Habt ihr gesehen, nachdem ich den mit Giftschaden belegt habe und dann noch den Schlachtruf von Ares reingemacht habe, wie viel Damage ich im Endeffekt gemacht habe? Das konnte sie schon echt sehen lassen. Da waren Treffer mit bei, die über der 10.000er-Marke waren. Damit hätten wir auch endlich die Militärfestung von Glar abgeschlossen. 21.000 Erfahrungspunkte. Na, das ist doch mal eine Hausnummer. Und ich werde mir noch ganz schnell ein weiteres Banditenlager schnappen. Denn das muss sich irgendwo da vorne, glaube ich, befinden.
Ich möchte sagen, dass ich dazu noch eine Quest habe. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann wäre das jetzt das letzte Banditenlager, was ich für diese Quest abschließen muss. Ja, Boot einparken ist nicht so meine Stärke, habt ihr ja gesehen. Das Lager. Achso, das ist hier versteckt. Oh nein, das sind wieder Kultistenwachen. Naja gut, können wir nicht ändern, aber was ich eventuell machen könnte, ist vielleicht... Nee, kann ich dann doch nicht. Ich wollte noch irgendwen mit einem Attentat ausschalten, aber bleibt mir wie immer verwehrt. Na kommt, Jungs. Das hier scheint der Befehlshaber zu sein. Erstmal schnell die normalen weghauen, denn dann kann ich mich in Ruhe um die alte hier kümmern. Ich wollte so gerade auf den Bogen mit dem Bogen auf mich schießen. Oh verdammt. Jetzt brennt ja hier alles. Ja, aber Wasser werde ich dir nicht geben. So, das war's denn. Bronzestiefel, aha. Das hat leider nicht für diese Quest gezählt, habe ich gerade gesehen. Hier sind noch weitere Missionsziele in der Nähe. Was denn? Kann ja nicht sein, haben wir gerade abgeschlossen. Naja gut, ist ja auch egal. Dann war das wahrscheinlich kein Banditenlager. Gut, es stand ja auch da, es war ein Ausbildungslager, aber ich hätte gedacht, es zählt wahrscheinlich zu dieser Quest hinzu. Naja gut, wie dem auch sei. Wir haben auf jeden Fall eine schöne legendäre Waffe in dieser Folge bekommen. Wir haben noch ein paar Questen mit Hippokrates abgeschlossen. Ich bin mal wieder in dieser Militärfestung verreckt, hab's aber im Endeffekt dann doch geschafft. Und dann würde ich sagen, reicht das erstmal für diese Folge. Wenn euch das gefallen hat, kommentiert, abonniert, bewertet, würde ich mich sehr drüber freuen. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal und bis zur nächsten Folge. Let's play Assassin's Creed Odyssey.